Willkommen zu einem neuen Video und sind, glaube ich, schon bei Folge 10 von Keeping Up with Binibo, meiner Videoserie, die ich jetzt aktuell hochlade für euch in der Situation, in der wir uns ja irgendwie gerade alle ein bisschen beschäftigen müssen. Und heute geht es um Lenes Equipment. Ich werde in ein paar Tagen, Wochen auch nochmal so ein Komplett-Equipment-Video drehen mit allen Sätteln und sowas. Aber heute geht es ein bisschen um das Thema Ponygrößen und deswegen schnacke ich jetzt gar nicht lange weiter und zeige euch, ja, was ich so für Lene als Equipment habe. Natürlich hätte ich das am liebsten auch für euch im Stall gedreht, damit ich das auch direkt an Lena alles zeigen kann. Ich werde mal gucken, wo ich noch Videoaufnahmen von habe, wo ich vielleicht sogar das ein oder andere Teil schon mal an ihr für eine Story oder was auch immer gefilmt habe. Ansonsten werdet ihr noch ein ganz paar aktuelle Aufnahmen aus dem Stall bekommen, wo ich dann mal eben die Kamera schnell aufstelle. Aber das Wichtigste, was das Thema Größen und so angeht, kann ich euch auch hier bei mir im Wohnzimmer zeigen. Hier seht ihr jetzt einmal Lenes Sattel und das ist auch natürlich einer von Iconic aus einer neuen Serie und zwar der Iconic Light Serie. Und das Besondere an diesem Sattel ist halt eben das Preis-Leistungs-Verhältnis. Er hat oben drauf richtig schönes weiches Leder. Von unten ist er aber mit Kunstleder gearbeitet. Also die Strippen, die sind auch aus echtem Leder. Aber das hier zum Beispiel ist jetzt Kunstleder. Und dadurch ja, ergibt sich das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich muss sagen, dass ich natürlich auch so ein bisschen skeptisch war. Aber der Sattel mich absolut überzeugen konnte. Er hat ein tolles Sitzgefühl, sieht natürlich auch sehr, sehr schick aus. Also er steht den anderen Sätteln echt in nichts nach und er liegt sehr gut auf Lene. Ich habe ihn in 16,5 Zoll, also ist jetzt kein spezieller Pony-Sattel, aber durch die kleinere Sitzfläche ist er natürlich dann bei ihr auch ein bisschen kürzer. Und grundsätzlich sind die Iconic-Sättel auch vom Satteltyp eher kompakt, also auch für Pferde mit kurzem Rücken und so geeignet. Und deswegen passt auch dieses Modell perfekt auf Lene drauf. Beim Thema Ponygrößen bin ich immer noch manchmal verunsichert, denn die Spanne ist ja sehr groß. Ein Pony kann 1,20 Meter sein oder 1,48 Meter und von daher ist Pony ja nicht gleich Pony. Ich habe mir jetzt mal diese Schabracke einmal in Full-Vielseitigkeit und in Pony-Vielseitigkeit bestellt und werde die gleich mal unter dem Sattel von Lene vergleichen, welcher optimaler ist von der Größe und habe auch nochmal bei den Fliegenmützen zwei zum Testen bestellt. Einmal in Vollblut und einmal in Pony. Und die Schabracken packe ich jetzt hier schon einmal unterm Sattel und werde das Ganze zeigen. Und dann gibt es aber nachher auch noch ein paar Aufnahmen aus dem Stall mit dem fertig perfekt abgepassten Outfit. Ich habe jetzt hier einmal die in Warmblut runtergepackt, die Vielseitigkeitsschabracke. Und da, obwohl ich die schon eingekammert habe, kann man hier ganz gut erkennen, dass sie sehr weit runter geht. Und da ich aktuell, Lena ist ja noch im Muskelaufbau, noch ein Lammfellpad runter habe, wird sie dann auch noch länger. Und das ist einfach viel zu lang. Wir haben dann immer da, wo ihr Bein in der Gurtlage eben zurückgeht, dann das Problem, dass einfach zu viel Schabracke da ist. Und ich dann auch mit meinem Stiefel so auf der Schabracke rumreibe. Deswegen mache ich jetzt mal zum Vergleich die Ponygröße drauf, weil von der Länge von hinten nach vorne, also die Rückenlänge, geht das halt immer mit den Warmblutschabracken. Und da bin ich sehr gespannt, ob die andere Schabracke jetzt nicht dann vielleicht in der Rückenlänge zu kurz ist. Und das sieht richtig gut aus. Die Schabracke liegt hier jetzt schon ein wenig und ich habe trotzdem gewartet, bis ich das wirklich hier fürs Video teste. Und sie passt da perfekt runter. Also ihr könnt sehen, das schließt hier gut ab. Wie gesagt, ein bisschen wird das noch runtergehen durch das Lammfell. Die Länge ist wirklich jetzt auch, es ist knapp, aber es ist jetzt nicht zu knapp. Also der Sattel wird nicht auf den Kordeln liegen. Und ich glaube, dann habe ich jetzt auch eine Lösung gefunden. Und zwar, dass ich die HKM-Schabracken einfach in Pony nehme. Und sie dann nicht zu klein sind. Ich hatte erst Angst, dass Pony hier auch in dem Fall wieder eher 15 Zoll heißt. Also so 15 bis 15,5 Zoll. Aber tatsächlich sind die echt sehr, sehr ideal geschnitten jetzt hier für meinen 16,5er Springsattel. Was natürlich so gar nicht fehlen darf, ist eine passende Trense. Und hier trägt sie ganz normal Ponygröße. Die ist natürlich auch von Iconic, passend zu meinem Equipment. Und als Gebiss habe ich hier ein Titangebiss von HKM in 11,5er Länge.
Und das passt auch sehr, sehr gut und ist auch ein bisschen preisgünstiger als andere Titangebisse. Ich habe euch mal einen Link unten reingepackt. Allgemein, da wo ich Links gefunden habe, habe ich sie euch mal reingepackt, falls es euch interessiert. Und hier, das passiert übrigens, wenn man einem Jungpferd so einen schönen Stirnriemen anzieht. Hatte sie kurz die Meinung, dass man sich den Kopf ja auch scheuern könnte. Also die Trense sitzt wirklich gut. Ich glaube, ich habe da auch Aufnahmen von und zeige euch die einmal. Da geht echt einmal ein Lob an HKM raus. Die haben nämlich sehr, sehr tolle Ponyprodukte. Auch die Gamaschen sitzen sehr, sehr gut. Die Größe ist wirklich so abgestimmt, dass sie quasi so für die Mitte der Ponys passt. Also für ein G-Pony, für ein richtiges G-Pony mit schweren Beinen könnte die Gamasche vielleicht ein bisschen klein sein. Und für die ganz kleinen Ponys ist sie vielleicht ein bisschen lang. Aber so, ich würde sagen, alles was zwischen 1,30 bis 1,40, 1,45 ist, sollten die gut passen. Und ja, die benutze ich für die tägliche Arbeit. Eine Alternative, wenn es vielleicht fürs Turnier ist oder so, sind die Veridus Gamaschen in S. Die sitzen nämlich auch sehr gut. Die größte Herausforderung war eben neben dem Sattelzeug, dass ich die passenden Decken gefunden habe, weil vom Rücken her hat Lene schon so eine 1,20, 1,25. Sie ist aber nicht so hoch, von daher gehen die meisten Decken ihr dann immer wie so eine Ritterrüstung bis unter die Kapalgelenke. Und da hat sich Horseware was ganz Cooles einfallen lassen, denn Horseware hat spezielle Ponydecken. Die haben zwar das gleiche Größensystem an sich wie die anderen Decken, sind aber vor allem nicht so weit runtergeschnitten und das ist für mich die ideale Lösung. Die sitzen wirklich sehr, sehr gut. Und da trägt sie 115 tatsächlich, weil die so ein bisschen größer ausfallen. Also sie würde wahrscheinlich, wenn man sie jetzt mal messen würde, so eine 120er Rückenlänge haben. Und bei den Abschutzdecken von HKM zum Beispiel trägt sie 125. Ich habe aber auch Abschutzdecken, da wäre dann 115 besser. Deswegen, sie liegt so zwischen 115 und 125 in der Rückenlänge. Ich glaube, damit habe ich so grob auch die Fragen abdecken können, die wichtig sind zum Thema Equipment für Ponys, beziehungsweise was ich jetzt für Lene habe. Sollte euch doch noch was einfallen, was ihr gerne wissen möchtet, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich werde jetzt mal eben in den Stall huschen und euch noch ganz schnell ein paar Aufnahmen filmen, die Kamera aufstellen und euch ein kleines Update aus dem Stall geben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vor allen Dingen zu meinem Sattel habe ich viele Fragen bekommen für Lene und kann hier wirklich nur noch mal sagen, dass ich sehr, sehr happy bin. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich unschlagbar. Ich
kann sehr gut drin sitzen. Dadurch, dass er von oben ja mit einem tollen weichen Leder überzogen ist, merkt man halt auch nicht, dass der von unten aus dem Kunstleder ist, gerade jetzt, wo der ein bisschen eingeritten ist. Kann ich euch ihn auf jeden Fall empfehlen. Der sieht einfach nur richtig, richtig schick aus. Und durch das Kopfeisensystem ist natürlich auch die Möglichkeit, den dann irgendwie aufs nächste Pony mit drüber zu nehmen, wenn ja, man vielleicht ein neues Pony irgendwann hat oder ein neues Pferd. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, damit man sich nicht von seinem Sattel so schnell trennen muss. Und ich werde mich an dieser Stelle verabschieden. Es hat mir Spaß gemacht, dass ich euch ein wenig aus dem Stall zeigen konnte und euch so ein bisschen vielleicht ja, in meinen Alltag im Stall mitnehmen konnte, auch wenn es nur ein paar Reitzähne und ein paar Putzzähne waren. Aber den Pferden geht's gut. Bei dem schönen Wetter macht es natürlich auch viel Spaß, die Zeit im Stall zu verbringen, die wir haben. Und dann sehen wir uns ganz bald beim nächsten Video wieder. Und wie gesagt, ich habe euch so gut wie alle Produkte auch unten in die Infobox gepackt. Bis dann. Tschüss.